Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 1. Heute mal auf einer neuen Map hier. Und zwar heißt diese Map Bruch und ist auch in Frankreich. Und ich möchte heute ein bisschen mit dem Versorger weiterspielen, weil ich unwahrscheinlich gerne eben den Versorger spiele und auch gerne die Waffen möglichst schnell freischalten möchte, weil ich ganz gespannt bin, wie die neuen Waffen vom Benutzerhandling sich anfühlen und ob man mit denen eben viele Kills machen kann. Das werden wir dann sehen, wenn wir die freigeschaltet haben. So, jetzt erstmal hier zur Eroberung. Hier wisst ihr selber, der Versorger kann sich natürlich selber mit Munition versorgen. Hier ist gerade einer jetzt abgesprungen. Mal gucken. Sowas passiert immer, wenn man dann zu aufgeregt ist und dann zu hektisch wird, dann trifft man den Gegner meistens nicht. Und ihr habt gerade gesehen, ich hatte eine Ladehemmung und dann hat er mich halt gekillt. Das passiert ab und zu mal wieder, ist aber nicht weiter schlimm. So, bei Versorger kann ich euch, wenn ihr eher so ein Typ seid, der ein bisschen auf Distanz schießt, also sagen wir mal über die ganze Map mit einem LMG schießt, dann kann ich euch am besten immer Maschinengewehr mit zwei Beinen eben empfehlen. Und das könnt ihr dann eben aufstellen und ihr müsst im Battlefield immer, und das ist grundsätzlich wirklich auf immer bezogen, immer die Gegner spotten. Ihr müsst natürlich ein gutes Auge dafür haben, also das heißt, wenn ihr auf der Map irgendwelche Leute in der Ferne rumlaufen seht, die eben nicht markiert sind oder die nicht blau oder grün angezeigt werden, dass es eben eure eigenen Leute sind, dann müsst ihr die Leute immer spotten. Ganz wichtig. Umso mehr ihr spottet, erstens bekommt ihr mal Punkte und zweitens können auch dann eure Verbündeten die Feinde gleich sehen und auch auf der Karte sind die dann lokalisiert und ihr habt eine viel bessere Chance, eben Eroberung oder andere Spielmodis in Battlefield zu gewinnen, wenn ihr eben spottet. Ganz wichtig. Also ich laufe eigentlich grundsätzlich immer rum und wenn ich so das Gefühl habe, ja, da ist irgendjemand oder ich sehe einen, direkt Spotten-Taste, das ist auf jeden Fall sehr nützlich, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe auch gute News für euch und zwar habe ich auch einen neuen Abonnenten bei YouTube bekommen. Mit dem werde ich in Zukunft nämlich Battlefield-Videos hochladen. Wie ihr wisst, kann ich jetzt auch die Xbox Live Party aufnehmen. Also das wird jetzt demnächst ein bisschen interessanter auch dann gestaltet. Das heißt, ihr hört dann, dass ich mit den anderen Teammitgliedern eben in einem Squad spiele in Battlefield oder auch in anderen Spielen wie Forza oder so. Mal sehen, also haben auch nicht alle das Spiel, aber ich spiele, wie ihr wisst, auch Rennspiele gerne und da wird sich auf jeden Fall demnächst relativ viel neues Material ergeben und das möchte ich euch dann natürlich auch bei YouTube wieder zeigen. Ich muss übrigens sagen, dass ich bis jetzt sehr viel Spaß gehabt habe, auch mit dem neuen Update hier. Es macht mir sehr viel Spaß, besonders weil die Maps auch so groß sind. Und vor allen Dingen Panzerfahren, das macht mir jetzt auch total viel Spaß. Ihr habt es auch in meinem ersten Video gesehen. Also ich bin eh schon immer so der Fahrzeugtyp gewesen im Battlefield 1. Doch leider war ich bis jetzt immer noch nicht in dem neuen großen Panzer. Das ist ja ein Prototyp sozusagen. Also ich weiß nicht genau, ob der fertig gebaut und hergestellt worden ist im Ersten Weltkrieg. Ich weiß nur so viel, dass der nie zum Einsatz gekommen ist. Dieser Panzer, der kommt dann immer, wenn ein Team eben schwächer ist und der spawnt immer an einer gewissen Stelle. Man kann natürlich, wenn man gerade gestorben ist und man auf der Karte sieht, dass der jetzt reinkommt, kann man natürlich so lange warten, bis man in den Panzer reinschauen kann. Das empfehle ich euch aber nicht, weil
wenn man auf der Karte eben an der Stelle ist, wo dieser Panzer dann erscheint, dann kann man nämlich auch schon davor einsteigen und dann hat man natürlich auch die höhere Chance, der Fahrer sozusagen von dem Ding sein. Ich denke, der Panzer wird am Schluss entweder, ich weiß gar nicht, ob der bei den Gegnern auch kommen kann, ich weiß nur, dass der beim Checkpoint. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Also da, wo wir quasi starten, da erscheint er dann, der Panzer. Müssen wir mal abwarten. Je nachdem, wie gut eben die Klassen auch sind, beziehungsweise die Teams, meine ich, wird der Panzer früher oder später im Spiel eben erscheinen. Kleines Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel 800 zu 788 steht, dann wird der Panzer auf jeden Fall ganz am Schluss kommen. Oder manchmal habe ich auch schon gemerkt, kommt der gar nicht. Das muss man, wie gesagt, abwarten. Wenn es jetzt so ist, dass das eine Team 400 Punkte hat und das andere 900, dann ist ganz klar, dass der Panzer auch früher erscheint. Das wirkt sich natürlich auch ein bisschen wieder auf den Ausgleich dann aus und somit hat die andere Mannschaft dann auch eine Chance, eben ja zumindest noch ein paar Punkte gut zu machen, damit es nicht ganz so peinlich aussieht. So. Ich empfehle euch übrigens auch immer auf die Sunnies zu schießen, wenn ihr jetzt so wie da hinten eine Truppe seht, eine ganze gegnerische Truppe, weil der Sunny, der kann natürlich immer wieder beleben. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt jemand anders getötet habt und nicht den Sunny und der den wiederbelebt, dann weiß der ja genau, wo ihr gerade geschossen habt und ja, die Gefahr ist dann viel höher, dass ihr dann sofort weggemacht werde. Aber die Erfahrung, die werdet ihr auf jeden Fall ja auch alle selber machen. Also ich denke, ihr seid mal alle irgendwo Profis im Battlefield, sonst würdet ihr wahrscheinlich Battlefield 1 auch gar nicht spielen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe eigentlich erst mit Battlefield 3 angefangen und habe dann Battlefield 4 gespielt und jetzt eben Battlefield 1. Battlefield Hardliner habe ich übrigens auch gespielt, habe ich auch. Könnte ich auch noch mal ein paar Aufnahmen machen. Ist halt ein bisschen ein anderes Spiel. Nicht ganz so wie Battlefield 4 oder jetzt Battlefield 1 hier. Da geht es eben eher um Räuber und Polizisten sozusagen. Und ja, ist auch ganz spannend gemacht. Geht auf jeden Fall auch ziemlich ab. Fahrzeugtechnisch aber etwas weniger. So, ich werde jetzt erstmal so weiterspielen. Ich werde nachher am Schluss nochmal bei dem Video was sagen, wenn die Runde zu Ende ist. Ich bin momentan auch ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das auch ein bisschen an meiner Stimme, deswegen sage ich momentan auch nicht so viel. Wie gesagt, auch immer recht herzliches Dankeschön für die Leute, die natürlich einschalten. Momentan habe ich eher eine höhere Quote von inaktiven Usern hier auf YouTube. Aber auch das muss ich natürlich erstmal entwickeln. Einsatzziel Cäsar.
Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben Einsatzziel David erobert. Erobert. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Verlieren Einsatzziel Emil. Einsatzziel Cäsar erobert. Thank you.
Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Feindlich, ich habe aber gesichtet. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Seht ihr ihn? Sturmsoldat! Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir haben Einsatzziel David erobert. Unser Behemoth ist unterwegs. Wir haben
Ja, Leute, das war es auch hier auf dieser Karte. Ihr habt den Behemoth, diesen riesen Panzer gesehen. Er ist wirklich gigantisch und ich bin wirklich sehr gespannt, was passiert, wenn ich den in der Hand habe, weil ich kann wirklich richtig gut mit dem Panzer umgehen, weil mir das richtig viel Spaß macht. Genauso hoffe ich, dass euch das auch Spaß macht, das Video angeguckt zu haben. Und ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben und wünsche noch einen schönen Tag. Bye.